Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Weiter geht's mit der Rotation in den Mannschiffen. Diesmal die Salem in den Gewerteten. Wie gesagt, immer das gleiche Schiff spielen, habe ich keine Lust zu. Und dadurch, dass ich ja nicht in die Goldliga aufsteigen möchte, sondern einfach in Silber bleiben mag, lieber so ein bisschen Schiffe ausprobieren, so ein bisschen Abwechslung haben. Mir macht's halt Spaß. Mir macht's auch Spaß, das hochzuladen. Und wenn es dem einen oder anderen gefällt, haben wir da alle was von, oder nicht? In dem Sinne. So. 4 Kreuzer. Das sieht man jetzt auch nicht allzu oft. Ich zumindest nicht. Nur ein Schlachtschiff. Ja, werden wir ja sehen, wie es läuft. Vorteil ist hier auf jeden Fall bei der Salem gegenüber der Desmo zum Beispiel. Wir können hier deutlich mehr HP wiederherstellen. Man sieht es ja, ne? 19.880 mit Fädchen. Die Desmo hat deutlich weniger und gerade wenn man HE frisst, der ist ja gut wegheilbar, funktioniert das deutlich besser mit der Salem. Der Rest ist identisch mit dem Schiffen, sonst, also nur noch die Radarreichweite. Salem hat 8,5, die Desmo hat 10. Das ist halt noch ein gravierender Unterschied. Ansonsten sind das gleiche Schiffe eigentlich. Eigentlich auch ein bisschen schade, dass sie sich nicht noch weiter unterscheiden, denn warum sollte man sich eine Salem holen, wenn man schon die Desmo hochgespielt hat oder andersrum? Tja, ne? Und so. So, Stalingrad guckt gerade nicht hierher. Gucken wir mal, was wir abgefackelt kriegen. Mal kurz mal resettet immerhin. Die Monty mag sogar hier rüberfahren. Nochmal gucken. Es hier vielleicht sogar einen Spot gibt, wo ich unsichtbar schießen kann. Die Haragum hat mich bis eben die ganze Zeit gespottet, oder? Da ist noch ein Buffalo. Kommt da so langsam angeklötert. Schon vorbei? Ja, ne? Jetzt aber. Auch jetzt komme ich da vorbei. Da bin ich jetzt auf jeden Fall im Vorteil, was die Nachladezeit betrifft. Oh, Stück für Stück halt. Da rennt sie auch wieder. Ich sehe mich jetzt auch ja nicht gezwungen oder hier nötig, besser gesagt, den eben dran zu löschen, denn wie gesagt, bei E-Schaden nicht das Problem. Vielleicht jetzt von der Montana ein Problem. Mal gucken, der Montana kann mich auch ganz schnell auslöschen. So zum Glück nicht. Ich kann es gerne auf den hinteren Turm mitnutzen wollen, aber ich glaube, der geht vom Winkel her nicht so ganz. Ja? Wird nicht ans Rumkommen. Oh. Da jemand auf jeden Fall mit auf die Kita-Kase. Viel, viel wichtiger. Ich werde auch mal einen Rückwärtsgang einlegen müssen. Unser Haaland ist warum auch immer die ganze Zeit offen. Also meine, klar, die schießt halt, deswegen ist sie offen, aber warum auch immer sie das tut, ist ja eher die Frage. Jetzt habe ich nämlich ein Riesenproblem. So, Stalingrad mag mich hier pushen oder was? Fast sein, oder? Geht sie jetzt ein? Ja, er fährt auch wieder rückwärts. Tja, was machen wir da jetzt Schönes? Ich werde erstmal auf Abwehr waren. Gucken, dass ich hier rumkomme. Die Stalingrad da so schön breit steht. Das versuchen wir mal. Hoffen, dass ich da schnell genug rumkomme. Jetzt fährt sie wieder vorwärts. So.
geht jetzt auch weg. Mal gucken, vielleicht die Buffalo nochmal. Ich muss jetzt hier aber weg eigentlich eher. Das macht mehr Sinn, denn gegen die ganzen Schiffe dort hinten habe ich halt keine Chance. Das Team rechts macht halt auch irgendwie gar nichts. Was steht denn der Kurfürst da hinten an der Insel rum? Na komm, wir pushen hier ein bisschen. Ich nehme mit, was mitzunehmen geht. Die Runde ist doch, das wird nicht mit dem Team. Nee, und immer nicht. Versuche lieber noch jemanden Breitseite zu erwischen. Mit ein bisschen Pech gehe ich als erstes auf. Und kassiere selbst eine Breitseite. Dann ist es halt so. No, ist noch fun, ne? Wenn man mich jetzt hier aufmacht. Die Kita, wa? Ja. Oh, ja. So, dann nehmen wir wenigstens die Kita mit in den Tod. Das sollte mir den ersten Platz zumindest sichern. Oh, guck mal, da können wir noch die Stalin gerade rammen. Nice! Das war doch mal erfolgreich und effektiv, lukrativ, geil. Das war nice. Das machst du jetzt auch nicht allzu oft. Stalingrad rausgebumst und die Kita dabei noch mitgenommen. Einen schönen Doppelschlag gemacht innerhalb von wenigen Minuten. Ach, die Folge lassen wir so stehen, wie sie ist. Ich finde das herrlich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.